Willkommen zurück zu einer letzten Folge Firefighting Simulator The Squad. Wir machen weiter mit der allerletzten Mission, die lautet Lagerhaus im Nirgendwo. Gibt 1500 EP nochmal für diese Mission und das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Das bedeutet wirklich Stress und viel Arbeit. Ich bin mal gespannt, wie die Mission verläuft. Vom Aufbau her kennen wir das Lagerhaus ja schon, jedenfalls äußerlich würde ich sagen. Sieht so aus wie die anderen Lagerhäuser. Ich gehe mal davon aus, wir müssen bestimmt erstmal wieder die Lüftung aufmachen, damit wir überhaupt eine Chance haben, da drinnen noch was zu sehen. Kann aber auch natürlich sein, dass alles anders verläuft. Was mich gerade wundert, ist, dass wir alleine ausrücken. Ein großes Lagerhaus im Nirgendwo am Brennen. Wir sehen schon die ganzen Rauchwolken da hinten. Und trotzdem rücken wir alleine aus. Das ist ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall. Vielleicht sind die Kollegen ja schon da. Es ist ja direkt neben der Feuerwache. Wir müssen jetzt gleich hier von der Straße abfahren, weil das Lagerhaus ja irgendwo im Nirgendwo ist, was irgendwie auch nicht viel Sinn ergibt wahrscheinlich, weil ein Lagerhaus ohne richtige Straßenanbindung ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber wir schauen einfach mal. So, hier müssen wir angeblich reinfahren. Ja genau, nur so ein kleiner Feldweg, der dahin führt. Perfekter Weg für ein Lagerhaus, würde ich sagen. Also da kann wahrscheinlich nicht ganz so viel Frachtverkehr herrschen. Wer weiß, was die da machen. Naja, fahren wir wenigstens mal ein bisschen über Stock und Stein Richtung Einsatzort. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Bin jetzt mal gespannt, ob die Kollegen schon da sind, weil es ist ja schon merkwürdig. Normalerweise bei den Lagerhausbränden rücken immer mehrere Einheiten mit aus. Meistens noch der Rosenbauer Viper und der T-Rex, wenn wir mit dem TP3 fahren. Das ist aber schon ein bisschen komischer Anfahrtsweg zum Einsatzort, muss man sagen. Schon ein bisschen komisch. Da vorne muss ich hin. Ich sehe jetzt auch noch gar keine Kollegen. Ich sehe jetzt den Rettungswagen da stehen und die Polizei, aber ansonsten... Die werden uns doch nicht hier alleine hingeschickt haben. Command, we've got electrical fires being relit by sparks. Find a fuse box and cut the power. Copy that. I'll do a 360 check. On a 360 check. The loading area is clear of danger. Ich sehe gerade wirklich keine Kollegen. Ich sehe gerade wirklich keine Kollegen. On a 360 check. A shelving unit is collapsed. Und das Gebäude ist doch ein bisschen anders aufgebaut als bei den anderen Lagerhausbränden. Es ist noch größer und wir sind mit noch weniger Einheiten da. Was ist da los? Ich höre lauter Sachen explodieren. Das ist ein riesiges Lagerhaus. Ich habe gedacht, der Teil hier gehört nicht zum Lagerhaus dazu, aber er gehört dazu. Also ist es doch anders da aufgebaut, nicht so wie die anderen Lagerhäuser. Ja, ich will erstmal hier rein. Ist denn die Wasserversorgung überhaupt jetzt richtig angeschlossen? Wo läuft der hin damit? Da war doch direkt ein Hydrant davor. Da ist auch ein Hydrant. Wo läuft der hin? Wo läuft der hin? Schön, dass die Versorgungsleitung jetzt angeschlossen ist. Hat aber mega Zeit gekostet und ich musste gucken, wo der hinläuft. Ich denke mal, dass wir den Einsatz wiederholen müssen irgendwann, weil ich glaube, ich bin mit der Einsatzgröße vielleicht ein bisschen überfordert. Okay, hier sehen wir auch Chemikalien rumliegen und Gasflaschen. Das müsste man natürlich ein bisschen verhindern, dass es hier anfängt zu brennen. Aber da kann ich mich gerade nicht so gut drum kümmern, aber ich kann den Kollegen mal hier hinschicken. Dass der einfach hier rumsteht und guckt, dass da keine Flammen dran kommen.
Ah, hier haben wir auch wieder explosive Fässer. Das ist alles gar nicht so geil. Das ist alles gar nicht so geil. Okay, hier geht's nur raus. Alles klar. Ich sehe da hinten Funken fliegen, aber ich sehe da jetzt keine Person liegen. Ah, hier sind auch Fässer. Okay, da habe ich wohl gerade Chemikalien abgelöscht. Ja. Das heißt, hier kann ich es vergessen zu löschen gerade. Das wird ein richtig heftiger Einsatz. Okay, auf der Toilette ist schon mal niemand. Hier ist die Tür verschlossen. Dann gehe ich mal davon aus, da ist bestimmt jemand drin. Ne? Sehen aus wie Sicherungskasten, sind aber keine. So, ich gehe jetzt gerade erstmal schnell nochmal. Tür ist offen? Gut. Keiner drin, ne? Was ein Riesenlagerhaus. Okay, hier haben wir wieder mal das Problem, dass irgendeine Leitung geschädigt ist. Da kommen wir wahrscheinlich nicht zur Tür hin. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Das heißt, wir müssen dann irgendwo auch die Leitung abstellen. Da haben wir noch eine Person liegen. So, Fenster 1 kaputt. Wir müssen dafür sorgen, dass der Rauch ein bisschen abziehen kann. So. Das war ein echt guter Tipp mit den Glasscheiben. Einfach mit dem Wasserstrahl kaputt machen. So, ich muss auch mal mein Licht vielleicht anschalten. Da hinten sehe ich jetzt gerade niemanden liegen. Gehen wir mal die andere Richtung. Das Lagerhaus geht da unten halt, glaube ich, auch noch weiter. Da sehe ich aber jetzt aktuell auch niemanden. Okay, was ist hier passiert? Da ist die Absicherung irgendwie ein bisschen kaputt. Okay, sehe ich auch niemanden, aber vielleicht können wir das Ventil schließen. Das wäre natürlich jetzt auch super, wenn wir das schon gefunden hätten, aber ich hätte eigentlich... Da liegt noch jemand. Eigentlich hätte ich erstmal lieber alle Verletzten gefunden. Sicherungskasten habe ich auch noch keinen gesehen. Da muss ich auch noch weiter suchen. Dieses Gebäude ist halt einfach wirklich riesig. Das ist wirklich riesig. Aber ja, die Gasleitung haben wir abgedreht oder was auch immer das war. Verschlossene Tür, das müssen wir auch noch aufmachen. Auf jeden Fall. Ja, hier komme ich wahrscheinlich jetzt nicht durch, ne? Nee, komme ich nicht. Das heißt, ich muss da außen rum rennen, beziehungsweise der Kollege ist ja schon außen rum gerannt. Ich habe da auch keine weitere Person mehr liegen gesehen. Ich habe aber das Gefühl, der hat da gerade Probleme da hinten. Ich renne mal kurz raus. Ich renne mal kurz raus. Nehme mir mal Werkzeug, lauf einmal ums Gebäude rum. Oh Gott, das brennt gar nicht gut. Das kommt langsam Richtung explosive Fässer. Sehe ich noch ein bisschen schwarz. Noch sehe ich ein bisschen schwarz, aber vielleicht kriegen wir es ja noch unter Kontrolle.
Kann ich da durchrennen? Durch das... Ja, geht. Aber wie kann es sein, dass wir alleine bei dem Einsatz sind? Wie kann das sein? Es ist ein Riesenbrand, größer als die anderen. Was macht er denn da? Er guckt einfach die Wand an, finde ich schön. Ja, ich hoffe, dass hier irgendwo eine Tür ist, dass wir da rein können. Nee, oder? Ich hätte die Kreissäge mitnehmen sollen. Aber vielleicht kommen wir auch durch die Tür durch. Ja. Dann bitte einmal schnell ihn rausnehmen hier. Gucke ich gerade nochmal durch, ob hier noch jemand liegt. Und dann müssten wir eigentlich fast alles gesichtet haben. Ach du Kacke. Ist auch alles eingestürzt. Es wird einfach nicht besser. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter. Da war ja auch alles eingestürzt. Somit hier hinten, würde ich sagen, liegt nirgendwo jemand mehr. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Meldung kommt, dass wir alle gefunden haben. Ich würde mich wirklich extrem freuen, muss ich sagen. Hier hinten hat er den Versorgungsschlauch angeschlossen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, da steht aber noch ein Rettungswagen. Kann man wenigstens hier drüber laufen. Ich glaube, da liegt noch jemand drin. Wenn ich gerade richtig gesehen habe. Ja. Okay, hast du die wirklich gerade weggelegt? Okay, dann kannst du hier weitermachen. Den habe ich vorhin gar nicht da liegen gesehen, beziehungsweise... Ne, wir sind hier auch gar nicht reingegangen. Ich bin ja woanders rein. So, hier gerade nochmal schnell vorbeischauen. Okay. Okay. Soweit, so gut. Oder soweit, so nicht gut. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Ich frage mich nur gerade, wo ich mein Strahlrohr abgelegt habe. Hier war's. Genau. Ich glaube, wir haben dann soweit alle Türen auf. Ja, wir haben es geschafft. Tatsächlich, wir haben alle Personen gerettet. Ich bin glücklich. Auf jeden Fall. Okay, in der Stromkasten soll irgendwo da hinten sein. Ja, dann versuchen wir mal da hinzukommen. Ich weiß, das, was ich hier mache, ist nicht wirklich ablöschen. Das ist einfach nur ein bisschen Zeit schinden. Aber wenn ich da eh gerade dran vorbeilaufe, dann kann ich es ja kleines bisschen wenigstens mal zurücklöschen. Hier wäre ich auch ein bisschen zufriedener, wenn das nicht direkt über dem Fass brennen würde. Und hier hinter soll der Sicherungskasten sein anscheinend. Gut versteckt, also wirklich sehr gut versteckt. Ohne die Hilfe hätte ich den wahrscheinlich niemals gefunden. So. Genau, dann schalten wir den Strom schon mal ab. Dann hätten wir das auch erledigt. Lüfte manuell, das heißt, ich muss wieder aufs Dach irgendwie rauf. Ich muss aufs Dach rauf. Hier ein bisschen den Rauch abziehen lassen können. Ich weiß aber gar nicht, ob jetzt hier irgendwo Leitern gestellt waren. Wahrscheinlich nicht, und man bräuchte bestimmt für die Aufgabe das erste Mal wirklich eine Drehleiter. Und wir haben keine da. Es ist super. Das wäre wirklich jetzt klasse. Ne, da haben wir doch. Da haben wir einen Weg. Okay, aber das wäre, glaube ich, das erste Mal, wo es sich fast wirklich gelohnt hätte, mit einer Drehleiter herzufahren. Weil man dann viel flexibler wäre, wenn man da vorne einfach direkt mit der Drehleiter hochgehen würde. So, fangen wir erstmal ganz hinten an. Genießen die Aussicht auf die Stadt. Und dann lassen wir den Rauch erstmal ein bisschen abziehen, dann sehen wir auch alles besser. So, die Belüftung noch. Und ich glaube, da vorne, die müssen wir wahrscheinlich aufsägen. Dann sollte die Aufgabe auf jeden Fall auch abgeschlossen sein. Aber ich bin schon mal froh, dass wir alle Personen gefunden haben.
bin ich wirklich richtig froh. Ja, ich säge da einfach mal das Schloss auf. Weiß zwar nicht genau warum, aber ich mach's einfach mal. Ich mach's einfach mal. Reduziere die Rauchbildung. Ja, die Rauchbildung ist reduzieren, heißt Flammenlöschen. Komm, wir nehmen uns einfach mal die Kreissäge. Dann kann ich auch die anderen Toren mal aufmachen. Dann sollte der Rauch auch ein bisschen weniger werden. Ich kann aber schon mal noch den anderen Kollegen dahin schicken zum Löschen. Ich säge hier einfach mal alles auf, gerade was mir im Weg liegt. Wir haben ja die Kreissäge eh eigentlich so gut wie gar nicht benutzt. Also können wir die in der letzten Folge auch nochmal auspacken. Reduziere die Rauchbildung. Ziel ist schon mal abgeschlossen. So, haben auch eine kleine Klappe aufgemacht. Sehr schön. Wir hatten ja noch zwei Tore, glaube ich. Eins oder zwei Tore gab es noch. Die können wir auch noch gleich mit aufmachen. Und dann geht's los mit dem richtigen Löschen. Drei KI-Kollegen sind jetzt schon fleißig dabei. Die werden zwar total chaotisch löschen und ohne Sinn und Verstand, weil die habe ich jetzt einfach mal hingeschickt. Aber vielleicht kommen sie ja doch irgendwie voran. So, dann sind wir hier auch ein bisschen flexibler mit dem Rein- und Rausgehen ins Gebäude. Das wäre gar nicht gut, wenn die Flammen hier ankommen. Und da auch. Irgendwie überall. Es wäre überhaupt nicht gut, wenn die Flammen sich weiter ausbreiten. So, dann sind wir jetzt einmal rundherum gelaufen. Dann packe ich mir jetzt auch gleich wieder meinen Löschschlauch. Und dann geht es auch wieder weiter mit dem Löschen. Wenn ich mir nur mal merken würde, wo ich immer meine Sachen ablege. Es kann aber auch sein, dass der KI-Kollege jetzt sich daran bedient hat. Ich guck mal, ob gerade noch ein Schlauch da drin rumliegt und ein Strahlrohr. Ja, liegt noch da rum. Dann wird der Kollege meinen Schlauch da genommen haben. Das machen die nämlich sehr gerne. Wenn da irgendwas rumliegt, dann nehmen die das einfach gleich. So. Dann legen wir jetzt mal los. Ja, ist halt wirklich nur die Frage, wo fängt man hier jetzt an, einigermaßen gescheit vorzugehen. Man muss sich natürlich von einer Seite zur anderen hinarbeiten. Erstmal hier hinten gerade ablöschen. So, da haben wir Kollege 1. Hier haben wir Kollege 2 stehen. Wir haben hier die Chemikalien am Brennen. Öl oder Benzin. Dann lösche ich gerade mal hier weiter. Ich weiß gerade nicht, ob ich leise Explosionen im Hintergrund höre oder ob das die Flammen sind. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video hören werdet. Es könnte aber tatsächlich sein, dass das Explosionen sind. Ich hoffe dann mal, dass der andere Kollege da nicht mittendrin dabei steht. Weil hier stehen ja überall explosive Fässer rum, was ja überhaupt nicht gut ist. Hat sich das einfach wieder entzündet, schlagartig. Das ist krass, wir sind jetzt schon 16 Minuten 30 bei diesem Einsatz hier beschäftigt. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht, noch lange nicht. Ich habe die Chemikalien erwischt. Ich glaube, ich muss die erstmal ablöschen, aber die werden sich wahrscheinlich direkt wieder entzünden. Die werden sich wahrscheinlich direkt wieder entzünden. Weil da einfach noch zu viele Flammen sind. Kollege 1, was mache ich mit dir? Stell du dich mal hier hin. Einmal bitte von da löschen.
wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn Kollege 3 auch hier wäre. Ich hole ihn gerade erstmal her, wir arbeiten uns dann durchs Gebäude durch. Es bringt nichts, wenn der woanders rumsteht. Beziehungsweise er war anscheinend schon irgendwo hier vorne. Ich gehe mir gerade mal schnell einen Feuerlöscher holen, damit ich diese ganzen brennenden Substanzen mal ablöschen kann. Axt, Feuerlöcher, 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 wo haben wir sie? Da haben wir sie. Sehr schön. Nein, das ist halt das Problem, sobald ich da aus Versehen mal drauf lösche mit dem Wasserstrahl, dann gibt es eine Explosion meistens und es brennt einfach alles wieder doppelt so schlimm. Und da hat man da nichts gewonnen. Ich hoffe halt jetzt, dass es nicht gleich wieder entzündet. Das wäre natürlich jetzt auch fatal. Deswegen versuche ich auch ein bisschen außenrum abzulöschen. Aber es ist anscheinend eine richtig lange Spur hier hinten raus. So, da brennt schon wieder ein kleines Fitzelchen. Ich hoffe, die Feuerlöcher reichen, was wir dabei haben. Wir haben ja nur das eine Einsatzfahrzeug gerade hier. Da brennt tatsächlich schon wieder Zeug. Ich muss nochmal ein Feuerlöcher holen. Ich glaube, wir haben aber hier auch in der Halle noch Feuerlöcher rumhängen. Weil unsere Feuerlöcher sind sehr begrenzt. Weil keine Kollegen da sind. Warum auch immer. Es ist wirklich richtig beschissen gerade, die Situation. So, ich versuche jetzt hier das komplette Eck mal mit abzulöschen. So, okay. Da ist es schon wieder am Brennen. Und das komplette Regal da hinten brennt auch schon wieder. Es ist doch einfach... Egal wie man hier vorgeht, es ist ein bisschen schwierig. Wo habe ich denn meinen Schlauch hingelegt da? Ich habe gedacht, die arbeiten sich mal ein bisschen vor, aber nö, es hat sich wieder schön ausgebreitet. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. So, ich helfe hier gerade dem Kollegen mal ein bisschen mit. Ich will halt erstmal diese Chemiebrände hier unter Kontrolle kriegen. Weil da ist mir die Gefahr zu groß, dass man wirklich aus Versehen drauf löscht. Es gibt eine Explosion, es brennt einfach wieder alles. Da hat man nichts gewonnen mit. Okay, die zwei tun da gerade das Feuer ein bisschen zurückdrängen. Da habe ich vielleicht dann die Chance, da ein bisschen mit dem Feuerlöcher abzulöschen. Den ich ja hier irgendwo hingestellt habe. Da. Dann kann ich das hier mal ablöschen. Da stehen die nämlich gerade schön drin. Ne? So. Ich hoffe jetzt, das Feuer breitet sich nicht wieder weiter aus in die Richtung von den Chemikalien. Na, also langsam arbeiten wir uns ein bisschen nach vorne. Ich will zwar nicht wissen, wie die andere Seite von der Halle momentan am Brennen ist. Aber ich kann halt nicht überall gleichzeitig löschen. Und irgendwo muss man halt anfangen.
Und explosive Fässer haben wir überall rumstehen hier. Das heißt, irgendwo muss man halt wirklich dann sagen, ja, da scheißt man jetzt mal drauf. Ist das ein normales Feuer oder ist das Chemiebrand gerade, was sie ablöschen wollen? Es sieht mir nicht aus, als wäre das so gut, mit Wasser zu löschen. Ja, die laufen auch dran vorbei. Ich nehme also nochmal den Feuerlöscher. Okay. Okay, dann haben wir das Eck hier auf jeden Fall schon mal safe. Da geht's weiter in die große Halle. Ich glaube, so viel ist es aber gerade gar nicht mehr. Aber wir sind auch schon 23 Minuten jetzt am Löschen. Bis jetzt hat der Einsatz doch besser funktioniert, als eigentlich erwartet. War zwar schön stressig, aber hat trotzdem gut funktioniert. So, da wäre es jetzt eigentlich angenehmer, ich würde einmal ums Gebäude rumlaufen, um zu löschen, aber solange ich so hier ein bisschen drankomme, will ich mir die Laufzeit sparen. Die Kollegen löschen ja von der anderen Seite, vielleicht kommt ja einer von denen dann da noch gut dran, wenn noch irgendwo was brennt. Ich hoffe mal, die laufen jetzt nicht alle weg. Kann sein, dass sie halt wirklich jetzt außen rumlaufen wollen. Ich schicke mal einen dahin, ich schicke nochmal einen darüber, dass sich es nicht weiter wieder ausbreitet. Und der andere kann machen, was er will. Das sieht ja schon mal gar nicht so ganz verkehrt aus, was wir hier machen. Okay, der eine Kollege ist jetzt doch weggelaufen. Hat doch keinen Bock mehr da zu stehen. Ob das... Bleibt da drüben. Bleibt da drüben. Der will nicht. Ja, lass mich raten. Du kommst jetzt nur von ganz da drüben dran, wo gerade der andere Kollege wegmarschiert. Jetzt kommt der auch angelaufen und kommt auch nicht dran. Steht einfach jetzt nur da rum. Sehr schön. Ich sehe es kaum, ich muss doch selber außen rumlaufen. Die kann einfach nur spazieren gehen, aber nichts machen. Es ist schön. Ist schön. Aber wir haben schon alles aus. Okay, krass. Wir haben es geschafft. Rauch ist auch schon so gut wie weg, weil wir haben ja sehr viele Tore geöffnet, die Belüftung angeschaltet. Türen aufgemacht, Fenster zerstört. Ja, ist dann doch besser gelaufen als erwartet, der allerletzte Einsatz. Aber krass, dass wir mit einem einzigen Löschfahrzeug zu dem Einsatz geschickt wurden. Bei den anderen Hallen, die ein bisschen kleiner waren, waren wir mit drei Fahrzeugen da mindestens. Bei der ersten Hallenmission, glaube ich, sogar mit viel, viel mehr noch. Und jetzt hier bei der Lagerhalle einfach ein einziges Fahrzeug. Nicht schlecht. So. Wir haben schöne Punkte gekriegt, können wir nichts mehr mit anfangen, aber trotzdem richtig coole letzte Mission. So, dann hoffe ich, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Ihr hattet hoffentlich viel Spaß und habt mitgefiebert. Ich fand das Spiel eigentlich richtig cool, muss ich sagen. Ist halt mehr auf Action ausgelegt und nicht so sehr auf Realismus, aber ich finde, es war auch einfach mal was anderes und hat richtig viel Bock gemacht. Ich hoffe, dass es irgendwann nochmal ein Update gibt mit neuen Missionen. Oder vielleicht ein zweiter Teil irgendwann. Würde ich auch sehr begrüßen. Und ja, dann würde ich sagen,
beende ich hiermit erstmal das Let's Play und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play wieder, wenn ihr mögt. Bewerten nicht vergessen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy.